Played by the Community. Hallihallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute mit einer kurzen Ausgabe zum neuen Q&A, den Fragen und Antworten zur Starlancer Tech. Ohne weitere Zeit zu verlieren, starten wir direkt rein in Frage Nummer 1. Hier möchte die Community gerne wissen, was es mit den Vierfachwerfern, also den Quad-Launchern und den ferngesteuerten Raketentürmen auf sich hat. Die Entwickler antworten, dass die vier maßgeschneiderten Size 3 Quad-Raketenwerfer vom Piloten gesteuerte Raketen sind, die aktuell in jeder Variante der Starlancer, also der Tech, der Max und später auch der Building-Variante zu finden sind. Die ferngesteuerten Raketentürme sind derzeit exklusiv der Starlancer Tech vorbehalten. Diese werden vom Co-Piloten gesteuert und befinden sich auf den beiden Seiten der Heckrampe. Der Winkel der Bilder auf der Promo-Seite macht es schwierig, sie zu erkennen. Im Spiel haben sie aber eine gute Abdeckung. Frage Nummer 2. Hier wird darum gebeten, die Schusswinkel der einzelnen Geschütztürme etwas besser zu beschreiben. Ja, wir versuchen es mal mit einer Antwort. Die oberen beiden Türme haben einen vollen 180-Grad-Winkel, wobei der hintere bei Gebrauch angehoben wird, um einen besseren Winkel zu bieten. Diese beiden können jedoch nicht auf die Unterseite wirken. Die Starlancer Tech hat deswegen zusätzliche Abdeckung nach hinten durch die beiden ferngesteuerten Raketentürme und die beiden seitlichen Turrets bieten eine Abdeckung in die unteren Bereiche. In der nächsten Frage geht es darum, ob sich einige der Türme im Schusswinkel überlappen. Hier sagen die Entwickler, dass das nur bei den oberen beiden Türmen teilweise der Fall ist. Links und rechts die Seitentürme, die gucken ja zu verschiedenen Richtungen. Entsprechend tun die das nicht. Die nächste Frage, was bedeutet eigentlich zweimal Twin-Linked Weapon Size 4? Sind das vier Size 4 Weapons oder sind es Sonderanfertigungen, die zweimal Size 4 Weapon entsprechen? Ja, das bezieht sich natürlich auf die Hardpoints, die links und rechts vorne montiert sind und durch den Pilot abgefeuert werden können. Das sind zwei Hardpoints mit jeweils zwei Waffen der Größe 4. Beispielsweise auch wie bei der Freelancer oder bei der Starfarer. Ich frage mich wirklich, wer diese Fragen reinstellt, weil das sieht man ja ganz offensichtlich auf den Bildern überall, dass das links und rechts jeweils zwei Size 4 Waffen sind und keine 4. Also bisher habe ich noch nicht viel Neues gelernt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die nächste Frage, reicht die Computerkapazität der Starlancer aus, die beiden ferngesteuerten Türme auf der Rückseite mit Blades auszustatten? Ja, sagen die Entwickler, derzeit ist geplant, dass der Computer der Starlancer Tech mit der Kapazität für AI oder KI-Blades ausgestattet ist. Dies hängt allerdings eben von der weiteren Entwicklung der KI-Blades und der Implementierung im Spiel ab. Also nichts Genaues weiß man nicht. Die nächste Frage. Welche Panzerung hat die Tech im Vergleich zu anderen Schiffen ihrer Größe und über welche Gegenmaßnahmen verfügt sie? Die Starlancer Tech ist für eine viel stärkere kampforientierte Rolle als die BLD und die Max konzipiert und wird daher eine bessere Panzerung haben, um dies wiederzuspiegeln, vorbehaltlich der Balancing-Änderungen im Spiel natürlich. Derzeit gibt es keine Pläne, die Gegenmaßnahmen im Vergleich zu den anderen Varianten zu ändern. Die nächste Frage. Wie werden die Marines der Starlancer Tech das Schiff verlassen? Gibt es von der Besatzung gesteuerte Gatling-Geschütze, die das Absetzen schützen? Die Seitentüren lassen sich öffnen, um den Marines die Möglichkeit geben, seitlich das Schiff zu verlassen, ähnlich wie bei der Valkyrie, wobei die Türgeschütze Deckungsfeuer geben können. Dann wurde wohl eine Frage gestellt zu diesem Bild hier, und zwar, ob es sich bei dem linken Container um einen Munitionsspender handelt und wenn ja, ob der vom Schiffsinneren aus nachgeladen werden kann. Die Entwickler sagen hier, dass es sich um ein rein visuelles Gimmick handelt, was nicht wirklich eine Funktion hat. Allerdings wird es später auf großen Schiffen möglich sein, ballistische Waffen im Innern nachzuladen über eine Art Mini-Lastenaufzug. Das finde ich ja tatsächlich mal eine interessante Information. Leider wird hier aber auch nicht mehr dazu erklärt. Da müssen wir also in Zukunft mal drauf abwarten, was da noch so an Infos kommt. Dann die nächste Frage. Hier geht es um den Fury Hangar im oberen Teil der Starlancer Tech. Hier wird gefragt, ob eine Fury mitgeliefert wird oder ob es sich nur um einen Hangar in Fury-Größe für eben Snapjäger handelt. Passen auch andere Snaps in diesen Hangar? Welche Abmessungen hat dieser Hangar, wird hier noch gefragt. Der Hangar ist speziell für eine Fury konzipiert, schreiben die Entwickler, und hat keine festen Maße. Ähnlich wie der Hangar der Anvil Carrack für die C8X Pisces. Die Standard Starlancer Tech kommt mit keiner Fury-Variante serienmäßig, also nur der Hangar ist vorhanden, die Fury müsst ihr dann selber beschaffen.
Die nächste Frage. Verfügt die Tech über einen speziellen Hangar für Bodenfahrzeuge? Funktioniert die hintere Auffahrrampe als Fahrzeughangar oder können wir zusätzliche Fahrzeuge im Laderaum unterbringen? Die Entwickler sagen, dass die Starlancer Tech über dieselbe Heckauffahrrampe und denselben Stauraum hinten verfügt wie die Starlancer BLD und Max. Bei allen Varianten ist die Rampe groß genug, um zum Beispiel einen Tumbril Storm Panzer aufnehmen zu können. Die nächste Frage. Verfügt der Laderaum der Tech auch über einen Groundlift wie bei der Max-Variante? Hier sagen die Entwickler, dass der untere Mittelteil der Starlancer Tech sich deutlich von der Max unterscheidet, da der Frachtraum durch zusätzliche Geschütztürme, Klappsitze und medizinische Einrichtungen ersetzt wurde. Der einzige ausgewiesene Frachtraum der Tech befindet sich im hinteren Frachtraum. Wenn die Frachtgitter jedoch voll sind, ist zwischen ihnen immer noch genügend Platz für einen Ursa Rover. Können wir die Tech weiter modifizieren, um zum Beispiel Kopfgeldjagden oder Piraten-Gameplay zu unterstützen? Können wir beispielsweise die Geschütztürme durch Traktorstrahlen ersetzen oder kann das Schiff Gefangenenkapseln transportieren? Die Entwickler sagen, dass die Starlancer Tech kein modulares Schiff ist, daher können keine Änderungen vorgenommen werden, um andere Spielabläufe zu unterstützen. Darüber hinaus sind die Geschütztürme Waffenhalterungen und keine Mehrzweckhalterungen, sodass sie eben nur mit Waffen ausgestattet werden können. Die nächste Frage. Im Vergleich zu Schiffen ähnlicher Größe scheint die Starlancer Tech sehr langsam zu sein. Kann man uns sagen, warum sich für diese niedrige Höchstgeschwindigkeit entschieden wurde? Die Tech ist im Vergleich zu anderen dedizierten Kampfschiffen langsamer, das stimmt, da die Starlancer-Plattform ursprünglich für den Frachttransport konzipiert wurde. Dieser robuste und stabile Rahmen kann jedoch Feuer besser absorbieren als Schiffe ähnlicher Größe. Nächste Frage. Die Statistiken geben keine konkrete Größe für den Treibstofftank des Sprungantriebs an. Die Community möchte also wissen, wie groß dieser Treibstofftank genau ist. Der Entwickler antwortet, dass die Starlancer Tech derzeit über eine 25% höhere Quantum-Treibstoffkapazität als die Basisvariante verfügt, was etwa 1,5 SCU entspricht. In der nächsten Frage haben wir wieder ein schönes Beispiel für eine ausführliche Frage und eine nicht dazu wirklich passende Antwort. Und zwar möchte die Community wissen, wie viele Ein- und Ausstiegspunkte es gibt und ob die Tech über einen Zugang von der Rückseite, wie zum Beispiel einen Leiterausgang nach draußen, auf das Dach des Schiffs oder eine Leiter an den Wänden des Fury-Hangars verfügt. Wir müssen ja die Möglichkeit haben, dort hinaufzuklettern, um Reparaturen am Schiff durchführen zu können, wenn wir auf der Planetenoberfläche stehen. Die Starlancer Tech ist mit mehreren verschiedenen Ein- und Ausstiegspunkten ausgestattet, sagen die Entwickler. Die Heckrampe, der Frontlift, die seitlichen Türen für die Marines, der Andockkragen und der Fury-Hangar-Türen. Ja, das war's. Da kommt also nicht noch irgendeine Erklärung, wie man auf die Oberseite des Schiffs kommt. Ja, im Zweifelsfall halt EVA und dann im Space. Und die letzte Frage, verfügt das Schiff über einen Docking-Collar? Ja, jede Starlancer-Variante verfügt vorne außerhalb der Waffenkammer über einen kleinen Andockkragen. Ja, wer das Starlancer-Max-Video auf meinem Channel schon gesehen hat oder sich sie vielleicht selber schon im PTU angeschaut hat, der weiß auch, dass es da einen Docking-Collar gibt und das haben eben auch alle Varianten. So ist es jedenfalls einmal geplant. Das war leider nicht die einzige, sondern ich fand auch die anderen Fragen ziemlich obsolet. Wenn man sich das einfach alles genau durchliest vom Concept Sale, dann hätte man sich damit sehr viel wieder selbst erklären können. Einzig das mit den Mini-Lastenaufzügen zum Nachladen ballistischer Munition in Großkampfschiffen, das war eine relativ interessante Info, auch wenn es da nicht weitere Infos zu gab und mich das wirklich interessiert hätte. Aber vielleicht sind sie da ja auch einfach noch nicht so weit. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das heute gefallen hat und ein paar interessante Informationen für euch dabei waren. Ach, das klingt heute ein bisschen lächerlich, aber naja, schauen wir mal. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und lasst mich bis dahin gerne in den Kommentaren mal wissen, was ihr zur Starlancer Tech denkt. Bis dahin, wegtreten! Stop the crime, Burrito Time.